es geht los! Hey, müssen das mal wieder aufstellen hier für euch. Das lag hier nämlich. Hat der keinen Strom? Aua, doch, das hat. Aua, das hat Strom! Aua, von den Klöten, Jungs! Da oben ist jetzt einfach ein Hubschrauber. Direkt über uns. Warum ist der da? Leute, und damit würde ich sagen, ja, herzlich willkommen auf dem Zweitkanal P zu dem Jay. Ich stehe gerade an der Autobahnraststätte, bin gerade auf dem Weg zu Heiko und es ist ein neuer Vlog. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, fahre jetzt gerade gefühlte 50 Jahre durch die Weltgeschichte. Jetzt geht das Licht hier aus. Mann, da ist es wieder. Leute, es ist fatal. Ich bin froh, wenn ich gleich da bin. Ich treffe mich mit Heiko bei einer Location. Wir wollen heute schon eine filmen und deswegen würde ich sagen, fahren wir auch mal direkt los, oder? Ich hoffe, ihr habt Bock auf so einen kleinen Vlog. Auf ganz einfacher Basis. Nicht mit cinematisch hin und her, sondern auf ganz, ganz entspannt. Erstmal hier, ich habe nämlich nichts. Ich habe immer, Leute, kennt ihr das? Wenn ihr, es ist unfassbar. Ich könnte auch einfach das Licht anlassen, aber nein, ich mache immer wieder die Tür auf dafür. Wartet mal. Ich muss mal irgendwie, ich muss das Ding mal hier essen. Es ist so köstlich. So. Das geht jetzt weiter. 0.15 Uhr Ankunftszeit. Lasst uns nicht lang fackeln, sondern auf zum Heiko fahren. Und somit sind wir jetzt endlich bei Heiko. Es ist inzwischen 3.30 Uhr. Heiko, ich begrüße dich ganz herzlich. Das erste, was Heiko immer macht, wenn wir um diese Uhrzeit nach Hause kommen, egal welche Uhrzeit, seit ich Heiko kenne. Jetzt wird Bier gesoffen, jetzt. Oh Gott, ist das ein assiger Haufen hier. Diese Wohnung wirklich, die seinesgleichen sucht, rein aus optischen Gründen. Heiko, der immer noch mit seiner Weitwinkelkamera ohne Weitwinkel filmt. Du filmst doch immer noch mit der Kamera ohne Weitwinkel, ne? Ja, brauche ich auch nicht. Dein Regal ist wieder höchst verzerrt. Ja, ich weiß. Lola ist auch mit am Start. Lola, wie geht's dir um diese Uhrzeit? Ja, eigentlich... Immer auf, auf. Okay, sehr gut. Das war eine traumatische Location. Boah, und direkt eine Fledermaus. Was ist das hier? In ihrer Strafsache wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Ich krieg gerade richtig Gänsehaut. Ist euch bewusst, dass hier noch Strom geht? Dass man diese Tür abschließen kann, aber keiner rankommt? Ich bin einfach nur fertig. Ich werde einfach nur pinnen. Gute Nacht. Wir sehen uns morgen früh in aller Frische und dann geht's richtig los mit dem Ding hier. Das Problem ist auch, ich musste ja die ganze Zeit Auto fahren. Nicht so wie früher, wo Heiko gefahren ist und ich filmen konnte. Nein, in diesem Falle musste ich selbst fahren und konnte dementsprechend ja nicht filmen. Weil es ist auf der Autobahn ein bisschen schwierig, Leute. Ich dachte doch erst, ich kann ein bisschen Netflix gucken auf der Autobahn. Geht aber so dann doch irgendwie nicht. Alles klar, Mahlzeit. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir schreiben das Jahr 1407. Ich befinde mich im Bauch eines Schiffes mit einer sehr minderen Ausstattung. Namens Heiko, seine Wohnung. Im Kreis Suspingen an der Sasel. Leute, die Nacht war sehr, sehr kurz. Die Nacht war... Was ist das? Nee, also fit bin ich nicht, Leute. Kann man nicht sagen. Überhaupt nicht fit. Immerhin habe ich noch geduscht gestern Abend. Das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Nach dem langen Arbeitstag gestern. Und heute geht es dann jetzt ja, auf Urbex-Tour. Mal sehen, wie viele Locations heute floppen, wie viele Locations heute klappen. Das Schöne ist, da wo wir jetzt hinfahren, haben wir so viele Locations, dass es eigentlich egal ist, weil da ist wirklich viel. Es gibt natürlich so Orte, wo ganz viel ist und alles floppt. Ich hoffe einfach mal, dass da ganz viel ist und ein bisschen was floppt und das meiste funktioniert. Wäre sonst schade. Heute Abend gibt es noch Overnight-Gedöns, wo wir auch irgendwie filmen wollen und so. Es wird spannend, Leute. Leute. Der Vlog ist im vollen Gange. Ich hoffe, er gefällt euch. Es ist ein reinstes Schauspiel der Gefühle. Leute, wir sind jetzt im Auto. Fahren zur ersten Location. Heiko fährt gerade mit Tim von Tim und Strupp. Ihr kennt ihn vielleicht noch aus dem einen oder anderen Video. Zur Location. Falls ihr euch wundert, warum die Fenster offen sind und nicht die Klimaanlage an. Ich hasse Klimaanlage. Ich hasse es wirklich. Ich kriege da immer Halsschmerzen. Deswegen lieber hier volle Dröhnung den ordentlichen Wind mal reinpusten lassen hier als Klima. Also, wir fahren jetzt zur Location. Mit der passenden Musik. Ja, haben wir einen Spaß. Es wird ein aufregender Tag. Ich muss auch sagen, ich bin irgendwie gar nicht mehr müde. Wenn man fährt, geht's, finde ich immer. Es ist aber, muss man ja dazu auch sagen, schon fast 10 Uhr. Ja?
Also weiter geht's. Und von der Location, die Heiko gerade ganz kurz von außen gefilmt hat für den Vlog, sind wir wieder im Auto. Sachen werden hier in die Ladefläche reingeladen, aber auf ganz entspannt. Ist auch wieder trocken hier drin, ne? Und es riecht so herrlich nach Wunderbaum hier drin. Wir haben nämlich einen Wunderbaum in die Ladefläche gelegt, weil die hier so ein bisschen, ja, muffig riecht. So, machen wir die Klappe hier wieder zu. Zack, zack, zack. Der Herr, steigen Sie ein, machen Sie die Tür zu. So Leute, es geht los! Leute, kurze Pause. Hier ist ein Lost Place. Überall Schilder. Größeres Problem ist aber, dass hier Schafe sind und der Zaun. Problem ist eher, dass das Ding hat das Strom. Hey! Müssen das mal wieder aufstellen hier für euch. Das lag hier nämlich. Hat der keinen Strom? Hallo! Hey! Na? Ja, aber aua, doch, das hat. Aua, das hat Strom! Aua! 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 Mach dich fort, es hat Strom. Das ist eine Belastung. Es hat. Ja, ich krieg's nicht runter. Wie kriegen wir denn das jetzt hier runter? Kannst du mal den festhalten? Ey, der ist schon als abgehauen. Oh nein, okay, okay, ja, wir müssen es wieder runter machen. Komm rein hier! Komm her! Nein! Eine Aua, von die Klöten, Jungs! Oh, volle Hoden! Volle Minuten! Aua! Das ist Strom! Ich muss hier mal kurz rein zu euch, glaube ich. Kommst du da rüber gesprungen? Und du musst auch irgendwie wieder zurück. Das ist nämlich das Problem. Er erlebt Sachen wirklich. Es ist verrückt. Letztes Mal haben wir einen Hamster gerettet. Heute ein Schaf. Dass da wirklich dann auch noch ein Schaf angerannt kam. Ist alles gut mit euch? Ja, hoffen wir mal, dass das einzige Schaf war, was draußen war, ne? Leute! Wir haben die Schule abgedreht. Guck mal, so sah das Ding aus. Hier kann man es noch so ein bisschen sehen, hier hinterm Gitter. Da irgendwo war der Chemieraum, da war die Mehrzweckhalle. Und alles weitere könnt ihr im Video sehen, bei Heiko zum Beispiel. Ui. Paul, wie oft hast du in der Schule gefehlt? Schon einige Male. Weitwinkel. Ja Leute, lasst uns weiterfahren. Jetzt sind wir nach der Schule erstmal bei Subway. Sieht das geil aus, so richtig amerikanisch irgendwie gerade. Vor allem im Weitwinkel, hat auf jeden Fall was. Pickup hier abgestellt und direkt vor Subway wird jetzt gegessen. Oh yes, baby. Also Leute, ich leg mich jetzt mal hin in den Sack und dann würde ich beiden gute Nacht. Ich melde mich, wenn noch was sein sollte. Ich hoffe einfach mal, dass nichts mehr ist. Leute, da oben ist jetzt einfach ein Hubschrauber. Direkt über uns. Warum ist der da? Die können uns halt sehen, ne? Wenn die eine Wärmebildkamera haben, sehen die auch, dass wir hier gerade sind und eine Kamera in der Hand haben. Die sehen uns ganz genau, wie am Tag. Okay, der fliegt da halt oben rüber, Leute. Man müsste ihn ganz leicht da oben blinken sehen. Ist halt übelst unheimlich, ne? So ein riesiges Flugobjekt in der Luft. Da hinten bei den Lichtern haben wir gerade ein Auto gesehen, was da lang gefahren ist. Man bildet sich halt vieles ein, aber der fliegt tatsächlich jetzt eine Kurve. Guten Morgen, Leute. Ah, da sind wir wieder. Gut, Leute, nach dieser mega krassen Aktion jetzt overnight-technisch sind wir am Parkplatz. Aus dem Schlachtschiff geht es jetzt in den spießigen Golf in Blau. Marineblau mit silbernen, leicht schattierten Felgen. Auf Ehrenbruder-Basis mit sogar den biologisch abbaubaren Sitzen hier, glaube ich, tatsächlich. Das ist alles hier ganz, ganz nobel, meine Damen und Herren. Es ist ein bisschen niedrig auf Sportwagen-Basis, aber ich beglückwünsche Sie zu diesem Fahrzeug. Vielen Dank. Also lassen wir den Kahn jetzt hier zurück, schließen ihn ab und steigen um. Leute, wir sind auf der Autobahn. 120 darf man fahren. Das Wetter ist mäßig bis sehr warm. Mobiler Blitzer in 300 Metern. Na, da achte mal drauf, wa? Dass du jetzt hier nicht geblitzt wirst, junger Mann. Das war der Auto letztes. Hier, den haben wir vorhin überholt. Wir waren beim Bäcker zwischendurch und jetzt ist er wieder da. Der hat übrigens ein schönes Auto hier, ein Audi A6 Allroad, finde ich gut. Der Bäcker kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Grüße gehen nicht raus, es gab keine Seife. Und das Mettbrötchen war teuer. Und Heiko hat sich auch über den Tisch ziehen lassen mit 5,60 Euro oder so. 12% Serviceaufschlag. Nur wenn man draußen auf der Terrasse sitzt und der Service findet so statt, dass man einfach auf die Terrasse geht und sein Tablett mitnimmt. Ganz toll. Ja, einmal aussteigen bitte. Hier stand mein Lost Place. Der ist weg.
Der ist nicht mehr da und da hinten steht ein Reh, welches an der Stelle des Lost Places da ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mich über ein Lost Place mehr gefreut als über ein Reh, aber trotzdem schöne Grüße gehen raus ans Reh. Wir steigen wieder ein und fahren zur nächsten Location. In dem Sinne würde ich sagen, bleiben Sie vorhin gesund und halten Sie sich gerne auch fest. Ich habe einen derbsten Hunger, Leute, und ich bin müde und mir ist eine Socke aus dem Auto entfallen. Wir haben alle gepennt, alle drei haben gepennt und du bist gefahren. Du bist, ja, du hast fahren lassen. So, bumm, wir sind an der nächsten Location. Jetzt laufen wir hier auf so einer Straße lang, taucht hier so ein Ding auf, das sieht einfach aus wie ein Bunker. Und Leute, ihr werdet es nicht glauben, was gleich hinter diesem Gebäude wartet. Massivster Beton hier, richtig krass. Oh, irgendwie auch echt interessant. Hier ist noch so ein Gebäude. Hier ging es ja auch theoretisch sogar rein, aber ich glaube, da geht es nicht wirklich weiter. Genau hier liegt er dahinter, die blaue Lagune, ein riesiger Kalksee. Ihr seht ja diese Farbe vom See, man sieht es auch gleich da vorne nochmal besser, aber wie krank sieht das denn bitte aus? Mega schön, oder? Jetzt ist zwar dieses ganze Teil hier nichts mehr, weil es nur diesen kleinen Teil hier gibt, der lost ist. Das reicht nicht für ein Video, man kommt auch nicht wirklich rein. Der Rest ist hier wohl noch in Benutzung. Aber umso schöner ist es denn mal kurz zwischendurch trotzdem, solch eine schöne Entdeckung zu machen, wie eben so einen Kalksee, der von der Farbe her wirklich seinesgleichen sucht. Guckt euch das bitte an. Boah. Ey, das ist doch unfassbar, oder nicht? Hier gehen halt auch überall noch so Wege lang. Hier unten führen noch Bahnschienen lang. Und die, also das ist so krass. Da hinten sind so Sandbänke, wo ganz viele Vögel es sich bequem gemacht haben. Und irgendwann wurde hier wahrscheinlich das Ganze auch mal ausgebaggert. Da gehen auch noch so Wege runter. Aber zu diesem Zeitpunkt ist es eben einfach voller Grundwasser. Wahnsinn. Der See ist wirklich richtig krass. Man sieht halt auch sogar noch so ein bisschen, dass der Wasserstand mal niedriger war, weil da vorne ganz viele Bäume noch unter Wasser sind. Echt geil. Tankstelle. Bier. Alkoholfreies Hefeweizen isotonisch. Zum Auffüllen meiner Energiereserven. Was trinkst du? Eistee. Schmeckt der? Der schmeckt, ja. Ich war gerade richtig schön scheißen. Ich habe richtig einen Kolben durchgeflötet. Das Geile war an dieser Toilette, die war sauber, aber das Pissoir war quasi so, dass wenn man sich nach vorne gelehnt hat, mit dem Kopf im Pissoir lag. Das war eigentlich eine sehr gemütliche Liegefläche. Nur jetzt ist ein bisschen mein Bart nass geworden durchs Pissoir. Ja, Katastrophe. Aber egal, ich habe gekackt, ich bin glücklich. Und jetzt geht's weiter. Wir haben immer noch kein Ende, Leute. Ich muss heute noch 3,5 Stunden nach Hause fahren. Ich werde schön Thermomat 100 und dann auf Entspannung, Alter. Da wird nicht mehr viel passieren heute. Da wird nicht mehr viel passieren, das kann ich euch sagen. Und dann muss ich morgen Gott sei Dank nicht arbeiten, aber übermorgen. Morgen ist nämlich Montag. Wir haben gerade eine Location gehabt, hier mal kurz ein kleiner Ausschnitt. Sowas Ekliges habe ich lange nicht mehr erlebt. Wirklich, ganz, ganz krank. Und es ist viel dunkler geworden inzwischen. Ich weiß gar nicht, was ich noch gefilmt habe, aber wir sind auf der Autobahn, fahren Richtung Minden, da steht das Auto. Und ja, dann geht's wieder nach Hause. Das wird nochmal eine Tortur, Leute. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ach, ich weiß, ich habe mal wieder nicht so viel gefilmt, wie man vielleicht hätte filmen können. Aber man vergisst ja auch immer wieder die Kamera, das ist spannend. Deswegen baue ich mal immer wieder so mini kleine Teile vom Hauptvideo ein, die ja meistens noch nicht online sind zu dem Zeitpunkt. Also habt ihr hier, wenn ihr Videos guckt, auch immer einen Vorteil im Vergleich zum Hauptkanal. Wer nämlich hier abonniert, hat immer so einen kleinen Vorgeschmack auf das, was kommt. Ist auch nicht schlecht, den habt ihr natürlich auch auf Instagram. Ja, jetzt fahren wir erstmal weiter. Es sind noch circa eine Stunde Fahrt und dann sind wir da. Wir sind versammelt auf dem Parkplatz, wieder beim Auto. Heiko ist da, alle sind da. So, hier ist alles wieder eingeräumt. Hier ist, glaube ich, alles wieder ausgeräumt. Und somit endet die Tour hier in Minden. Und für mich geht es jetzt erstmal noch sonst was wie weit weiter nach Hause. Über 300 Kilometer noch. Und dann sind wir irgendwann auch in Berlin. Aber das wird noch einen Augenblick dauern. Also fahren wir mal schnell los. Und ich melde mich irgendwann nochmal von unterwegs. Alter, Leute, man will sich fassen. Ich bin zu Hause angekommen. Es ist 2.28 Uhr, 2:30 morgens. Ich bin so froh, wenn ich schlafe. Wenn ich schlafen kann, muss nur noch eben duschen gleich und so. Oh, es kommen immer noch mehr Aufgaben. Eben die Karre parken jetzt noch und dann würde ich sagen, der Vlog ist hier an der Stelle vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oh, das Licht geht auch aus, das passt doch super. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ich habe euch immer mal wieder kurz mitgenommen, das macht eben diese Vlogs auch aus. Einfach immer mal kurz die Kamera anmachen und dann fahren wir weiter zur nächsten Location. Und wenn was nicht klappt, dann filmen wir das mal, auch mit den Schafen und so. War schon lustig zwischendurch auf jeden Fall. Eine mega geile Tour. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder.
Oder ihr guckt einfach bei PJ Adventure vorbei, wie auch immer. Freut mich, dass ihr hier auch dabei seid. Gute Nacht. Ciao. Tschüss.